Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei unseren Japanern. Unsere Flugzeuge patrouillieren unsere Küsten und sie haben etwas entdeckt. Etwas durchaus Überraschendes. Eine, ja, wenn auch veraltete, aber immerhin eine Flotte hier der Österreicher. Und das ist nicht einfach nur eine Flotte, sondern das ist, wie es aussieht, eine Art Invasionsflotte mit Samurai, Musketieren, schon Linieninfanterie dabei. Und es sieht ganz so aus, als ob diese Flotte Segel setzt in Richtung unserer Küste. Und das ist, ja, vielleicht jetzt nicht wirklich bedrohlich, aber doch bemerkenswert. Und ich denke, wir sollten irgendwie ein bisschen darauf reagieren. Insofern gehen wir mal hier zu unserer Kampfflotte hin, die der Modernisierung bedarf. Und ich denke, wir werden das auch ein bisschen tun, soweit es geht. Aber ich sehe gerade, es ist ja sauteuer, 7400. Aber gut, müssen wir uns leisten. Wir haben 51.000. Wir werden einfach das Ganze mal so weit modernisieren, wie es geht. Ja, wir können uns noch eine Modernisierung leisten. Das war's. Und dann würde ich sagen, warte mal, jetzt habe ich, glaube ich, nur die eine ausgewählt. Ne? Dann werden wir uns mal in Richtung dieser Feindflotte begeben. Und werden wir das nächste Mal weitermachen mit den Modernisierungen. Ja, fahren wir erstmal dorthin. Und wir haben hier auch noch eine U-Boot-Flotte. Auch die könnten wir modernisieren. Auch das kostet 7400. Können wir uns nicht leisten. Aber auch die wird technologisch ausreichen, um da ein bisschen Stress zu machen. Ich bin mal gespannt, was hier diese dort vorhaben. Ansonsten war ja unser Vorhaben, auch in Richtung Flottenmodernisierung gehend, einen Flugzeugträger zu bauen. Ich habe mir überlegt, den werde ich nicht in Theben bauen, sondern den werde ich in Sippa bauen. Dort ist die Produktionsstärke doch deutlich, deutlich höher. Er wird dann hier vor Anker erstmal liegen. Soweit dazu. Eine zweite Sache ist mir aufgefallen, die hochinteressant ist. Erstens, hier haben die Brasilianer Aluminium auf ihrer vorgelagerten Insel. Und nicht nur das, sie haben es tatsächlich angeschlossen. Und das ist neu. Das war mir bisher überhaupt nicht bewusst und bekannt. Bisher war es so, dass die Brasilianer, aber auch die anderen erst recht, technologisch so weit hinten lagen, dass sie mit Aluminium nichts anfangen konnten. Und deshalb ja auch meine Kriegspläne. Das ist jetzt eine wirklich sehr veränderte Situation. Jetzt ist natürlich ein bisschen ungünstig, dass wir hier gerade die Brasilianer hier plündern und hier so einen kleinen Konflikt mit ihnen haben. Aber ich werde einfach mal so frech sein. Schaut mal, tatsächlich zweimal Aluminium und einmal Öl. Damit wären im Prinzip unsere ganzen Ressourcenprobleme auf einen Schlag gelöst. Ich werde mal so frech sein und werde mal nach einem umfassenden Handelsabkommen anfragen. Mal schauen. Mal gucken, was sie sagen. Ui. Don't you think? Oh, wow. This will be a blessing for all parties. I accept. Also das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen, dass sie das annehmen. Sie kaufen auch direkt Zeug. Oh ja. Öl, Salz, Salz, Salz. Okay, Salz ist jetzt keine strategische Ressource, aber Öl ist, glaube ich, noch dazugekommen. Ja, dann nutzen wir doch direkt mal die Möglichkeit und werden hier auch alles Mögliche aufkaufen. Wir werden ebenfalls Öl kaufen. 1100. Wir werden Aluminium aufkaufen, ja. Haben wir jetzt überhaupt noch das Geld? Ja, ich glaube, wir müssen das Geld haben. Wir werden, glaube ich, auch die Kohle aufkaufen. Da haben wir, glaube ich, ein paar Modifikatoren, die uns da helfen. Beim Kupfer weiß ich nicht, glaube ich nicht. Beim Salpeter, glaube ich, auch nicht. Okay, das ist natürlich jetzt echt eine veränderte Lage. Damit können wir auch, wenn ich jetzt richtig sehe, können wir damit auch Bomber bauen. Und alles mögliche, also ein paar andere Sachen. Unter anderem auch Atomraketen, wenn wir das dann wollen. Ob sie sich das so gut überlegt haben, dass sie uns jetzt... Wartet mal. Vielleicht sollten wir das gleich mal irgendwie sichern. Ah, okay, nicht Angriffspakt. Da müssten wir 1800 investieren. Aber auch das wäre ja kein Problem. Ich will das möglichst sichern, dieses Handelsabkommen. Ich schau mal. Mal gucken, was er dazu sagt. Das wird abgelehnt. Okay. So, Groll werden wir natürlich jetzt nicht. Das ist auch ein bisschen dämlich gewesen von mir, fällt mir gerade ein, weil dann hätten wir hier auch nicht weiter plündern können. Insofern ist es auch ein bisschen dämlich von ihm, dass er das abgelehnt hat. Aber das ist für mich so eine Art Aufforderung, weiter zu plündern, trotz unserer neuen Handelsverhältnisse. Okay, wir kümmern uns ein bisschen um unsere Städte. Hier hatten wir zuletzt, glaube ich, den Weiler gebaut. Das heißt, wir können hier weiterbauen. Ich denke, wir werden jetzt mal hier knallhart weiter Schmiedeviertel platzieren, um das Ganze hier ein bisschen produktiver zu machen. So. Aachen. Aachen
hat zuletzt die Bank gebaut. Ich habe mir im Übrigen, nochmal Thema Verschmutzung. Ich habe eine Sache wieder nicht richtig kapiert gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon verstanden habe. Also als erstes, das ist mir ja noch bekannt, dass es hier eine Unterscheidung zwischen globaler und lokaler Verschmutzung gibt. So, zum Zweiten ist es aber auch so, dass wir hier zwar sehen, zum Beispiel Aachen geringe Verschmutzung oder 18, aber das wird nochmal ausdifferenziert. Jedes einzelne dazugehörige Territorium hat seinen eigenen Verschmutzungswert. Insofern hat diese ganze Aktion, die ich jetzt zuletzt gemacht habe, mit dem Bau von Naturschutzgebieten nur begrenzt etwas gebracht. Ja, wo ich mir nicht ganz klar darüber bin, werden dann die negativen Effekte dann auch pro Territorium berechnet. Das heißt, also ich sage mal so, wenn wir in Aachen jetzt eine geringe Verschmutzung hätten mit den Problemen, die das bringt, hätten wir diese Abzüge auch nur für die Bezirke in Aachen, aber nicht für die anderen hier. Oder nehmen wir mal an, wir würden jetzt in Talca eine Verschmutzung haben, eine höhere, würden die nur für Talca gelten? So müsste es ja eigentlich sein. Aber wie sieht es aus mit der Stabilität dann? Gilt die dann wiederum für Aachen, auch wenn Talca... Also das ist, diese Mechanik ist, finde ich, nicht gut genug erklärt. Aber wichtig ist, dass das verschieden unterschieden wird. Und das bedeutet, dass wir beim Bau von Struktur, von Infrastruktur auch darauf achten können. Zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, wir bauen einen Flughafen, einen Zivilflughafen, hier, also nicht in Aachen direkt, aber auch nicht in Antwerpen, wo wir es eigentlich wollten, sondern einfach daneben, zum Beispiel hierhin, dann ist das quasi bei Antwerpen. Es ist, gehört eigentlich flughafentechnisch gefühlt zu Antwerpen, bringt aber die Verschmutzung nur für diesen Bereich hier und damit eigentlich nicht störend. Ich würde sagen, das probieren wir mal so. Mal gucken, was da passiert. So, in Hamburg haben wir jetzt ein Naturschutzgebiet gebaut, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre. Und hier dasselbe, ne? Wir könnten eigentlich in Hamburg jetzt auch einen Flughafen bauen. Das wollte ich ja, aber halt nicht. Ja, halt hier in der Nachbarschaft, ne? Dazu müsste man natürlich genau sehen, wo läuft jetzt die Grenze. Hier zum Beispiel. Also wenn wir jetzt hier einen Flughafen bauen würden, dann wäre das außerhalb des Hamburger Gebietes. Das heißt, die Verschmutzung dürfte dort nicht hochgehen. Ich mach das so. Ansonsten habe ich mir auch überlegt, dass die großen Industriestädte, dass wir da durchaus ein bisschen Verschmutzung auch in Kauf nehmen können. So, jetzt war der Plan, dass wir konzentriert in Richtung Raketentechnik gehen, damit wir so schnell wie möglich hier eine Raumstation bauen können und weitermachen können in Richtung Mars-Mission. Und damit ist es, glaube ich, schon möglich, dass wir die Runde beenden. Gucken wir mal, was so passiert. Ah, okay. Ein Epochenstern freigeschaltet. Dann haben wir in Aachen, in Phaistos und in Audergast haben wir Bevölkerungszunahme, sehr gut. Ein Osmose-Ereignis mal wieder. Und was ist denn hier für ein Vorschlag? Ressource verkauft? Ah, okay, die haben sich Farbstoff und Salz nochmal eingekauft. Ja, ansonsten glaube ich nichts Großartiges. Übellaunig. Achso, das hat sich verändert. Na gut, hoffen wir mal, dass das stabil bleibt. Das wäre jetzt echt wichtig für uns. Okay, also, dann werden wir, glaube ich, dann auch ein bisschen die Produktion noch ein bisschen ändern, weil die Bomber, die will ich jetzt schon gerne haben. Müssen wir gucken, wo wir die bauen. Also hier haben wir erstmal, was ist eigentlich mit der Flotte? Die macht sich hier weiter auf den Weg. Wir werden hier mal mit den U-Booten hinterher fahren. Ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt mal ein deutliches Signal an sie, wenn unsere U-Boot-Flotte neben ihren Holzschiffen auftauchen. Ich meine, die werden sich jetzt hier wundern. Flugzeuge, ob die davon schon was gehört haben? Und jetzt hier unser U-Boot. Die denken, was ist das für ein eisernes Ungeheuer, das dort aus den Tiefen auftaucht. So, unsere Westflotte wird auch hier weiter in die Richtung gesandt. Und wir haben wieder ein bisschen Gold. Ich denke, wir werden weiter modernisieren. Wobei, wenn wir einen Flugzeugträger bauen, dann brauchen wir eins dieser veralteten Schiffe eigentlich nicht modernisieren. Das werde ich dann, glaube ich, sogar abwracken.
Wenn wir noch eins, können wir auch im Moment nur modernisieren. Okay, Antwerpen. Antwerpen ist leider die Situation, dass ich Antwerpen nicht runterkriege von der 20er Verschmutzung, weil eben, ja, außer mit Wald, aber Wald, der Effekt lässt halt nach. Ich meine, wir können es mal ausprobieren, was passiert, wenn wir jetzt hier einen Wald bauen, sagen wir es mal so hier. Das ist ja noch im Nahbereich von Antwerpen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt gebaut? Ja, er baut es. Dann geht das nach zwei Runden wieder weg, der Verschmutzungseffekt. Und das ist natürlich nicht nachhaltig. Okay, das ist schnell gebaut worden. Was machen wir denn hier weiter? Alles andere brauchen wir hier nicht. Nahrung ist hier auch alles soweit in Ordnung. Wobei, ich muss hier nochmal darauf bestehen, dass eigentlich, wenn ich Nahrung nach vorne bringe, müsste eigentlich alles auf Nahrung gesetzt werden. Das ist echt irgendwie immer noch ein bisschen zweifelhaft. 20. Ach so, oh Gott, hab ich hier hingeguckt. Leute, hier, das ist das Entscheidende. Da stimmt es. Okay, so, dann machen wir jetzt Dinge, die jetzt keine Verschmutzung kosten, beziehungsweise relativ billig zu haben ist. Manufaktur ziehen wir noch nach und das reicht dann auch erstmal hier oben. So, dann haben wir Zipper. Zipper zuletzt Zollbehörde. Aber eigentlich ja... Ah, nee. Zipper. Zipper ist der Ort, wo wir unseren... Oh yeah. Strategische Bombe. Aber wir werden jetzt erstmal, wie geplant, den Flugzeugträger bauen. Und dann... Ja, warum nicht dann ein paar Bomber hinterher bauen? Kostet zwei Bevölkerung. Da müssen wir natürlich auch aufpassen, wie wir da weitermachen. Ah, wir bauen erstmal einen Flugzeugträger. Vielleicht stärken wir Zipper noch auf andere Art und Weise. So, Festos, unsere Wissenschaftsstadt. Aber hier zum Beispiel, ne? Hier wünschte ich mir bitte, dass... Genau, dass hier immer Maximum ist. War es aber nicht. Fischhändler. Okay, also die Stadt kann ruhig noch deutlich weiter wachsen. Wobei Nahrung jetzt wirklich sehr in Ordnung ist. Forschung haben wir eh alles erledigt. Dann investiere ich, denke ich. Na, wir werden mal kurz in so ein paar Kleinigkeiten hier investieren. Der Hochofen, die Wassermühle und die Kunsthandwerkerstätte, die kann einfach nochmal nachgebaut werden. Und dann gönnen wir uns aber hier noch ein Forschungsviertel, ein neues. 54 da oben, wunderbar. Ach, da ist ein Weiler. Ja, wir haben ja gelernt, wir können die Weiler entfernen. Durchaus möglich. So, Antwerpen hat Bevölkerungsabnahme, vermutlich wegen der Verschmutzung. In Arca Prior hat die lokale Verschmutzung zugenommen. Ja, okay. Und Radar erforscht. Kämpfe am Himmel finden mit unglaublichem Tempo statt. Radar hilft, den Überblick über das Schlachtfeld zu behalten. Luftüberwachung, das ist Gott sei Dank noch kein Thema, weil die Gegner noch keine Flugzeuge im Himmel haben. Das werden wir jetzt erstmal nicht weiter verfolgen. So, was wollen die hier? Ich will mal im Moment keinen Angriff provozieren. Wir werden... Ne, das wollte ich eigentlich abspalten dann später. Wir werden mal unsere Flotte jetzt hier hinbringen. Die U-Boot-Flotte bleibt momentan dort einfach liegen, beziehungsweise wir modernisieren sie mal langsam. Zum Atom-U-Boot jetzt. Ne, in die Schlacht will ich, wie gesagt, nicht gehen. So, Antwerpen. Antwerpen hat jetzt diesen Wald. Und wenn ich jetzt auf die lokale Verschmutzung gehe, sehe ich ja tatsächlich minus 10 aufgrund von Aufforstung. So, und wenn ich das richtig interpretiert hatte, hält das aber nur zwei Runden lang. Das müssen wir beobachten. Okay, so, auch Antwerpen, schaut mal, auch hier muss ich einfach nochmal intervenieren, dass das richtig verteilt wird. Jetzt ist es richtig verteilt. Und... Mit Antwerpen würde ich gerne weiter Geld verdienen. Das heißt, entweder gönnen wir uns weitere Marktviertel. Sind die lukrativ? 21? Ja, geht so, ne? Na los. Aber wir können auch ein bisschen was in Forschung stecken. Oder können wir noch was... Hier, zum Beispiel Manufaktur können wir noch nachholen. Einfach deshalb, weil hier auch 12 Forscher sind, das ist schon okay. Plus 10% Wissenschaft kann man schon mal mitnehmen und diese Sachen auch. Die sind ja wirklich schnell gebaut, wenn ich das sehe.
Und Wissenschaft pro Bevölkerung nimmt man auch gerne mit. So, Babylon hat jetzt alle Flugzeuge hier für dieses Flugfeld gebaut. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, dann lasst uns doch direkt mal jetzt in die Bomber investieren. Aber ich schaue mal, ob es noch andere lukrative Projekte gibt. Forschung natürlich nicht. Ich gucke kurz. Oh, Nahrung 202 ist aber auch super. Ja. Ja. Produktionsmäßig gibt es noch eine Sache, die wir nachholen können, nämlich die Manufaktur. Aber dann würde ich sagen, investieren wir mal in ein paar strategische Bomber, die wir hier nachbauen wollen. Nehmen wir mal zwei hier hin. So, Aachen hat dort jetzt den Flughafen gebaut. Sehr gut. Aachen selbst ist bei 18. Das ist auch gut. Aber die Frage ist, ob wir nicht Aachen jetzt noch produktiver machen wollen und dafür einfach mal Verschmutzung in Kauf nehmen. Wobei, das wird schwierig bei plus 28 Nahrung. Da müssten wir vorher noch was anderes machen. Aber in Aachen kann man auch Geld verdienen. Sehe ich gerade. Da könnten wir natürlich auch investieren. Oder wir gehen hier noch ein bisschen stärker auf Nahrung. Hat Aachen irgendwie eine relevante Küstenlinie? Ja, wird nicht wirklich genutzt. Das bringt halt Verschmutzung, aber auch Nahrung. Ne, pass auf, wir machen noch was anderes. Wir werden... Ah, warte mal. Gibt es hier in Aachen vielleicht noch die Möglichkeit, jetzt wo ich das bewusst weiß, im direkten Umfeld der Stadt was zu platzieren? Ne, das scheint nicht der Fall zu sein. Habe ich jetzt auch das Richtige ausgewählt? Hier, das war das Falsche. Da oben. Das war nur ein Wald, was ich eben ausgewählt hatte. Aber das ist alles nicht mehr direktes Stadtgebiet. Insofern lohnt sich das nicht. Pass auf, dann werden wir noch ein Bauernviertel hier platzieren. Plus 45, das bringt uns schon ordentlich voran. Und nicht nur das, noch ein weiteres Bauernviertel. Und dann kann man darüber nachdenken, die Verschmutzung in die Höhe zu treiben. So, Hamburg ist der Flughafen jetzt gebaut. Damit ist es jetzt soweit, dass wir im Prinzip an den gewünschten Orten Flughäfen haben. In Hamburg, hier in Theben und hier drüben in Antwerpen. Damit ist unser Reich, wie ich finde, gut erschlossen. So, das ist fast so, wie es sein soll. Genau. Hamburg ist enorm produktionsstark. Enorm. Ja, ist die Frage, wollen wir hier noch eine Militärinfrastruktur aufbauen? Oder wollen wir einfach die Produktionsstärke hier noch weiter nach oben bringen? Sehr verlockend, ne? 6000. Ich glaube, Hamburg ist die produktivste Stadt überhaupt. Aber wisst ihr was? Wir können hier noch Robotiklabore da oben bauen. Mit plus 80. Ja, Wahnsinn. Das nehmen wir noch mit. Und dann, ja, dann lasst uns hier mal reinhauen. Dann werden wir die Fabriken hier bauen und die Baumaschinen. Und dann wird die... Dann wird die Verschmutzung in Hamburg hochgehen, aber naja, dafür haben wir auch eine wahnsinnige Industriestärke dort. So, Theben hat die Schaubühne, Stabilität ist gut, Nahrung ist auch okay. Hier will ich produktiv jetzt nicht weiter hochgehen, also verschmutzungsmäßig. Insofern können wir das jetzt alles nicht weiter bauen. Aber wir haben hier... Ja... Auch ganz gut Wissenschaft. Das könnten wir noch weiter unterstützen. Flughafen haben wir hier nicht direkt angeschlossen. Nö, dann würde ich sagen, wenn wir Theben tatsächlich erstmal die Wissenschaft noch ein bisschen nach vorne bringen. Ja. Diese Standardgebäude werden wir bauen. Alles in einer Runde wird gebaut. Das bringt uns auf jeden Fall nach vorne. Okay, Hamburg hat Bevölkerung gewonnen. Da ein Osmoseereignis. Religiöse Konversion stört uns nicht und das ist es dann auch. Prima. Wo sind jetzt diese hier? Da kommt die nächste Flotte. Das ist aber, ja, das ist auch mit Telepathie, aber was wollen die denn hier? Also alles ein bisschen unklar. Ich verlege unsere Kampfflotte mal weiter hier in den Hafen. Wollen die da nun landen oder nicht? Ich lasse die U-Boote auch nochmal hier. Wer weiß. Werde aber noch weiter in die Modernisierung investieren. Atom-U-Boote stehen bereit. Ja, und ihr bleibt hier. So, und das ist jetzt ein schöner Moment. Hier ist unser Flugzeugträger gebaut worden.
fantastisch. Und das bedeutet, dass wir hier Flugzeuge von diesem Flugfeld, da haben wir nämlich einige, darüber bringen können. Ich gehe mal davon aus, dass auf einem Flugzeugträger quasi auch so eine gesamte Staffel stehen kann. Wir gucken mal. Ich will die verlegen. Jawohl, tatsächlich. Jetzt haben wir dort drei Flugzeuge auf diesem Flugzeugträger. Wunderbar. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, brauchen wir auf dem Flugzeugträger, damit er auch wirklich einsatzfähig ist, allerdings auch noch Bomber, oder? Ja. Ich will trotzdem, würde gerne einen Zipper, die Bauaktivität, die Industrie noch weiter stärken vorher. Und dafür will ich einfach mal gucken, können wir hier im direkten Umfeld von Zipper? Nein. Da ist kein Naturschutzgebiet mehr möglich. Naja, wir gucken mal, was das kostet, wenn wir jetzt Folgendes machen. Wenn wir jetzt, na, was haben wir hier? Einmal die Fabrik und einmal die Baumaschinen. Das wird uns vermutlich, aber wisst ihr was? Ah, bevor wir das machen, bauen wir erstmal lieber ein paar Bomber. Sonst müssen wir uns wieder erstmal um Nahrung kümmern und sowas alles. Bauen wir mal drei strategische Bomber oder vier, die wir dann auf den Flugzeugträger bringen. Den Rest können wir dann später noch nachbauen. So, dich möchte ich eigentlich mit der Flotte dort vereinigen, aber das machen wir dann erst, wenn die Bomber da sind. In Folsini haben wir Forschungsviertel. Sehr schön. So, bitte alles in die Forschung. Echt merkwürdig, dass er das dann immer wieder selber dort verändert. Stabilität ist nach wie vor oben. Nahrung, da könnten wir jetzt mal ein bisschen was tun. Hier ist sogar noch ein Weiler möglich, um woanders noch ein bisschen zu expandieren. Aber das bringt uns gar nicht so viel weiter. Plus 36 Nahrung ist wahrscheinlich das Beste. Hier mit Massentierhaltung zu arbeiten, bei einer Verschmutzung von 16, sollte man vermutlich nicht machen. Dann bauen wir lieber noch ein paar Nahrungsbezirke, Bauernviertel. Und verbessern so die Lage. Okay, in Theben haben wir jetzt die ganzen Forschungssachen. Ja, hier ist alles in Ordnung. Gut. Dann, denke ich, ist das Beste, um jetzt hier auch die Produktivkraft weiter zu stärken, weiter in Schmiedeviertel zu investieren. Plus 65 sehe ich da gerade. Fantastisch. Das machen wir. Plus 63 da oben. Und plus 61. Jawohl. Okay, dann beenden wir die Runde. Antwerpen Bevölkerungszunahme. Lokale Verschmutzung allerdings in Antwerpen. Ja, weil der Wald jetzt keinen Effekt mehr hat. Also da sehen wir es, dass das tatsächlich nur begrenzt zu nutzen ist. So, wir werden das Ganze mal hier stationieren, bis die Bomber da sind. Dann Aachen hat jetzt für Nahrung erstmal gesorgt. Und jetzt war meine Idee, dass ich jetzt hier ganz bewusst in die Verschmutzung gehe, um weiter unsere Produktivkraft hier nach oben zu bringen. Das machen wir, indem wir diese beiden Investitionen tätigen. Qualmende Schlote. Eure Städte können stolz auf die produktive Industrie sein, denn die Früchte ihrer Arbeit bringen den Bürgern eures Landes viel Freude und Lebensqualität. Doch die Fabriken werfen durch ihre Produktion einen rauchigen Schatten über das Land. Ja, das haben wir schon hier und da bemerkt. Sind Menschen nur Rädchen der großen Wirtschaftsmaschinerie? Arbeitsbedingungen können wir verändern. Rechte der Arbeiter. Plus 1 Stabilität auf Schmiedeviertel. Oder Gewinnorientierung. Plus 5 Geld auf Schmiedeviertel. Minus 50% Verzögerung zwischen zwei Krisen durch Unabhängige auf Stadt- oder Außenposten. Tja, Geld mit Blick auf die ganze Modernisierung ist natürlich attraktiv. Aber, tja, Stabilität ist immer dann ein Problem, wenn wir irgendwo Verschmutzung haben. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, am nachhaltiger, auch was noch Wachstum betrifft, ist, wenn wir die Rechte der Arbeiter hier stärken. Finde ich glatt besser. So, in der nächsten Runde sind wir soweit. Da haben wir die nächste Forschung, nämlich die Raketentechnik. Darauf habe ich gewartet. Ballistik, Aerodynamik, Chemie, Materialforschung. Das Rennen in den Weltraum hat begonnen. Und immer komplexere Berechnungen erfordern immer klügere Köpfe.
So, Aachen hat jetzt geringe Verschmutzung erreicht, das war klar. Hungersnot in Antwerpen, darum müssen wir uns dann kümmern. Groll You look verfügbar. different. Haircut? Österreich-Ungarn. Okay. Ungerechte Herrschaft. Hier wegen dieser Insel, da ist wahrscheinlich unsere Kultur stark, aber das werden wir nicht nutzen. Ein Osmoseereignis haben wir da auch noch. Das ist uns relativ egal. Aber sie machen hier tatsächlich nichts. Echt auch ein bisschen merkwürdig. Aber was kommt hier? Uiuiui. Wollen Sie jetzt hier Ersatz schicken? Ich meinte, da müssen Sie sich beeilen. Es sind nur noch zwei Runden. Wenn allerdings, dann wird es kritisch für die I am Einheiten. listening. Noch haben wir das Abkommen. Wobei jetzt den. Nee. Wir werden das zu Ende plündern und dann den Nichtangriffspakt vorschlagen. Ich glaube, das ist die bessere Reihenfolge. So, Hamburg. Hamburg hat die Baumaschinen abgeschlossen. Hamburg müsste jetzt eigentlich auch. Oh nee. Trotz Baumaschinen keine Verschmutzung. Ist ja cool. Das heißt, wir können noch ein Robotiklabor. Ansonsten. Ah, da ist es noch eins möglich. Ja, das nehmen wir auch noch mit. Ganz klar. Eine Runde ist ja auch kein Ding. Und jetzt, warte mal, jetzt haben wir eine spannende Entscheidung zu treffen. Nämlich, wo platzieren wir und wie geht das überhaupt mit diesem Raumstationsprojekt? Festus ist untätig. Vielleicht sollte ich dafür doch Hamburg nutzen. Warte mal, das machen wir anders. Ich nehme das nochmal weg, das Robotiklabor. Hier. Eine Runde ist das schon möglich. Es mögen nur ein paar Module sein, aber das hier ist der erste Brückenkopf der Menschheit für die Erkundung des Kosmos. Ja, los. Aha. Wisst ihr was? Ich würde gerne den gleichen Ort nutzen, wo wir diesen Atomtest gemacht haben. Hier in diesem großen Wüstentalkessel. Schaut mal, da passt das perfekt rein. Das finde ich super. Das werden wir von hier aus starten. So, das kostet nur Öl. Ist also kein Problem. Gut, aber Ressourcen sind ja jetzt hoffentlich eh kein Problem mehr. Na, mal gucken, wie das funktionieren wird. Ich bin echt gespannt. Okay, Festos hat nochmal in Forschung investiert. Das ist gut. Die könnten sich hier beteiligen, aber das dauert eh nur eine Runde. Brauchen wir also nichts machen. Stabilität ist oben. Nahrung könnte ein bisschen besser sein. Ja. Wir werden hier auch nochmal die Manufakturen nach. Bauen. Das ist, glaube ich, okay. Und ansonsten gucken wir mal. Was kriegen wir hier noch? 31. Nehmen wir das auch noch mit. So, und jetzt ist die Frage, wo gehen wir jetzt in der Forschung weiter? Ich würde sagen, wir gucken mal zurück. Guerilla-Kriegsführung benötigen wir nicht. Belagerungskanonen auch nicht. Was ist denn von diesen Dingen hier am sinnvollsten? Ja, also wir werden. Wie es aussieht, doch keinen Krieg um Ressourcen führen müssen. Insofern kein Thema. Lange Hängebrücken. Kampfhubschrauber, Bürgerwehr. Computertechnik klingt interessant. Oh ja, super Computeranlage. Das heißt, wir können endlich in den Wissenschaftsstädten wieder was machen. Bringt allerdings Verschmutzung auf Schmiedeviertel. Aber in denen haben wir auch, glaube ich, keine Schmiedeviertel. Interessant sind unten die Ressourcenbedingungen. Man muss einfach alle Ressourcen haben. Finde ich aber gut. Plus Wissenschaft auf gewöhnlicher Bezirk. Das ist ja cool. Okay, also das werden wir als nächstes erforschen. So, und dann gucken wir mal direkt hierhin. Wo haben wir es? Oh mein Gott. Das Rennen beginnt. Ja, hier. Hier, hier. Aber es sieht nicht nach Raketenstart aus, oder? Die Japaner haben erfolgreich die erste Raumstation errichtet. Ein gewaltiger Schritt für die Menschheit. Es ist gelungen. Interplanetare Expeditionen sind kostspielig, aber sie bringen den Nationen, die in Richtung der Sterne expandieren, viel Ruhm und Ehre ein. Großartig. Religiöse Konvertierung. Groll ist verfügbar. Warum? I bid you greetings in the name of my proud people. Unterdrückung meines Volkes. In Brasilia, ja, das ist in ihrem Kernbereich. Wir haben halt so einen großen kulturellen Druck. Die dünne blaue Linie. Das ganze Reich und wahrscheinlich auch die ganze Welt schaut gespannt zu, wie ein Astronaut unter eurer großartigen Flagge zum ersten Mal aus der neu gebauten Raumstation schwebt. Nach den ersten Schritten seines Weltraumspaziergangs spricht er euch direkt an. Diese dünne blaue Linie, sagt er. Zur Erdatmosphäre zeigend ist alles, was zwischen dem Leben auf der Erde und der dunklen, kalten Leere des Weltraums steht.
Eine Erfahrung, die mich mit Demut erfüllt. Gemeinsam mit dem Rest des Reichs wartet er auf eure Antwort, die eine ganze Generation prägen und beflügeln wird. Was sagt ihr? Anspornen, fordern oder motivieren. Das eine bringt Wissenschaft, das andere Industrie, das Geld für alle Städte, für 10 Runden. Ich würde sagen, wir spornen an. Und doch werden wir mit Mut und Verstand diese Brücke überqueren und ein neues Zeitalter einläuten. Sehr schön. Wunderbar. Was für ein schönes Schlusswort für diese Folge. Ich denke, wir werden aber gleich mal in Hamburg, in unserer industriellen Megacity, das nächste Projekt in Auftrag geben, nämlich die Mondlandefähre. Und wir sehen, dafür brauchen wir 2 Öl und einmal Aluminium. Das hätten wir noch aus eigener Kraft bekommen. So, und das kann man, glaube ich, direkt auf die gleiche Position platzieren, oder? Bloß, wo war die jetzt nochmal? Ich habe das Ganze aus den Augen verloren. Hier. Da. Okay, also es ist auch keine neue Grafik, wenn ich das richtig sehe. Es ersetzt das Ganze durch. Doch, es sieht ein bisschen anders aus. Hier wird umgebaut. Die Anlagen sind alle ein bisschen moderner. Ah, okay, sehr cool. Wobei es natürlich noch am coolsten wäre, wenn jetzt hier noch diese Rakete irgendwann in die Luft fliegen würde. Ins All starten würde. Das wäre noch richtig spektakulär. Sind jetzt eigentlich hier schon... die Bomber sind gebaut. Cool. Sehen wir die auch rumfliegen? Nee, wahrscheinlich nicht, weil die ja nicht patrouillieren. Aber dann können wir sie auf jeden Fall schon mal auf die Flugzeugträger verlegen. Bitte fliegt mal. Das geht nicht. Okay. Warum nicht? Kann man dort nur... Kann das sein, dass man auf den Flugzeugträgern nur Jäger haben kann? Ja, vermutlich ist das so, ne? Wenn ich einen auswähle, kann ich ihn auch nicht verlegen. Interessant. Okay. Oder gibt es einen anderen Grund? Also ich... Wählt ein gültiges Aerodrom, steht da unten. Okay, ich guck mal, was hier passiert, wenn ich das anklicke. Da steht auch Aerodrom. Okay, das hat aber nichts. Warum kann ich das dahin verlegen? Warte mal. Das ist ja merkwürdig. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen, dass ich das dahin verlegen konnte? Nee, habe ich falsch gesehen. Aber das ist alles rot. Warum kann ich es zum Beispiel hier nicht hin verlegen? Also, das kann ich definitiv nicht dorthin fliegen. Aber warum nicht hierhin? Warum ist das auch rot? Das verstehe ich nicht. Kann das sein, dass diese... Nee, das ist ja dasselbe Rollfeld. Hm. Eine Verlegung ist hier allgemein nicht möglich. Warum auch immer. Wir beobachten das nochmal. Hier ist so ein komisches Symbol darunter gelegt. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat. Achso, das Symbol heißt einfach nur, dass sie gerade Luftpatrouille betreiben. Luftschlag. Wir könnten dort jetzt einen Luftschlag machen. Auf unseren eigenen Hafen. Sehr merkwürdig. Okay, gut, also Luftschlag wäre möglich, bloß die Verlegung nicht. Aber das ist vielleicht auch eine idiotische Idee gewesen, strategische Bombe auf den Flugzeugträger zu packen. Das ist dann nochmal eine andere Technologie. Wie auch immer, das wird uns jetzt nicht großartig zurückwerfen. Das bedeutet aber, dass wir nicht dort produzieren können, zum Beispiel die dort einsetzen können. Das muss dann Babylon selbst produzieren und das machen wir auch schon. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hoffentlich dann mit der Mondlandefähre und dem Nachfolgeprojekt. Das ist dann, glaube ich, schon der Flug in Richtung Mars. Gucken wir mal. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.